Einen schönen guten Tag, liebe Spinnköpfe. Willkommen zurück bei einer neuen Episode von Spider-Man 2. Ich habe nun alle Fragmente eingesammelt von Sandman bzw. Flint Marko. Und nachdem ich das letzte Stück hier eingesammelt habe, ist nun diese Sequenz hier aufgetaucht. Und wir gucken uns mal zusammen an, was uns hier erwartet. Vielleicht erleben wir noch einen Flashback von ihm. Oder einen Kampf gegen ihn. Man weiß es nicht. Aber das sieht schon alles sehr geil gemacht aus. Mit den ganzen Händen, seinem Gesicht. Kann ich Markus Gedanken lesen? Ich kann auf seine Nase springen. Fantastisch. Ja, und wie ihr seht, ich habe mit Pete den klassischen schwarzen Anzug ausgerüstet, wenn man so möchte. So, und da ist ein riesiger Kristall. Diese riesigen Stacheln. Ist der Kristall in ihrer Mitte? Sie zerbröckeln. Ich muss weitermachen. Sein Unterbewusstsein fängt an, sich zu wehren. Okay, dann müssen wir erstmal Kloppe austeilen. Okay, das hätten wir geschafft. Da ist der Kristall. Ich wollte der beste Vater für dich sein, Kimia. Wirklich. Ich kann nur hoffen, dass sie dich nicht erwischt haben und du bei deiner Mom und in Sicherheit bist. Eines Tages werden wir uns wiedersehen. Das weiß ich. Hey, ich habe schon mal angerufen. Meine Quelle im Raft sagt, dass Marko ständig eine Adresse in Queens wiederholt. Ich schicke sie dir rüber. Das solltest du dir mal ansehen. Bei ihrer Mom. Vielleicht ist Kimia dort. Hey MJ, könntest du mich vielleicht zu Marko im Ref durchstellen? Warte, ich überprüfe das mal. Damit haben wir, glaube ich, eine weitere Sidequest getriggert. Weil ihr seht, auch alles andere auf der Map ist nicht verfügbar. Okay, alles bereit. Ich stelle ihn jetzt durch. Spider-Man. Entschuldige. Das Chaos. Danke. Du hast mir geholfen, zu Verstand zu kommen. Tut mir leid, dass ich nicht zugehört habe. Ich habe wohl nie den Mann hinter dem Sand kennengelernt. Ich glaube, Kimia ist bei ihrer Mom. Ich bin dorthin unterwegs. Musst du mir einen Gefallen, wenn sie da ist. Gib ihr diese Kristalle. Sie sollen sie an mich erinnern. Natürlich. Pass gut auf dich auf, Flint. Okay. Na, wir hatten gerade einen kurzen Plausch mit Flint. Jetzt geht's in Raft, oder wo geht's hin? Hier. Erinnere dich, Nebenstory. 2000 Erfahrungspunkte und 20 Stadtmarken. Oh, scheiße. Okay, ich kann hierhin leider nicht schnell reisen, hierhin auch nicht, aber wir sind ja auch bald da. 3000 Meter, das kriegen wir auch noch gebacken. Ich finde es ein bisschen weird, dass wir auf dem Wasser irgendwie rumsliden können, während wir mit Spider-Man unterwegs sind. Oh Gott.
Let's stop. Ja, überall Hochhäuser, wo man so eine Netze dran kleben kann, aber sobald man irgendwie außerhalb einer Möglichkeit ist, ist sie doof. Ich habe auch einen Boost freigeschaltet. Den können wir zum Beispiel halt auch einsetzen, wenn wir fliegen oder schwingen. Das Ganze sieht aus mit... das Ganze funktioniert wie folgt. Mit L1 und Dreieck. Und so sieht das Ganze aus. Ist jetzt so ein kurzer Boost. Hält jetzt nicht besonders lang, aber macht die Fortbewegung natürlich nochmal einen Ticken einfacher. Die schnellste Fortbewegungsmethode ist wirklich Gleiten, also ich glaube, von der Geschwindigkeit her kommt da nichts dran. Aber beim Schwingen passiert es mir auch öfters, dass ich abgebremst werde, je nachdem, wo ich halt lang bin. Kann es da ab und zu mal zu Hindernissen kommen, deswegen ich glaube, da funktioniert das Gleiten schon wesentlich besser. Vor allem, wenn man halt einen Boost hat, so wie eben. Und wenn man da durch die Luftströme gleitet. Sorry Kids, Spider-Man. Zu tun. Okay, da wären wir. Ding dong. Es geht dir gut. Your friendly hood Spider-Man. Vielleicht können ein paar Anwaltsfreunde Besuchsrecht für Marco erwirken. Wann können wir Trophäe erhalten? Na, ja, die Sidequest von Flint Marco haben wir somit abgeschlossen. Irgendwie ganz schön, also ich... Er ist auch, glaube ich, der einzige Super-Schurke, der Sie verwenden denselben Code und dieselbe Frequenz Familie hat, beziehungsweise ja, Tochter, glaube ich, noch am Leben ist. Sie unter Verschluss? Ist das nicht bei den anderen meine, auch, ja. Aber ich glaube, die emotionalste Story haben wir halt durch Flint Marco und ich suche weiter, aber ich hier. Noch Bots, um die Sache zu knacken. Das wäre auch schon die nächste Zeitquest. Siehst du ohne mich rein? Hurry up. Ich gehe ihr nach. Weil dann schießen wir diese Sidequest auch noch ab und können dadurch auch noch mal ein paar Erfahrungspunkte sammeln, plus natürlich ein paar Marken, was auch immer. Das sieht geil aus. Nein. Vor allem, dass es nachts spielt. Ah, oh, sie war schon hier. Sie leben noch. Aber noch, weiß, ob die Flamme so viel Glück hat. Yuri meinte, er ist extrem gefährlich. Wir haben keine Ahnung, worum es bei dieser Purpurstunde geht. Und sie stürmt einfach los. Das war nicht Teil der Prophezeiung. Hört auf die Flamme und sucht weiter. Irgendwann muss sie weg. So, wir schalten sie erstmal ein nach dem anderen aus, nach Möglichkeit. Ich glaube, hier oben ist niemand mehr. Da unten sind noch welche. Bist du würdig oder nicht? Sie war so schnell. Ich habe sie
gesehen, als... Mist, die hängen halt so viel zu miteinander rum. Habe ich das eben schon gehört? Dass sie das auch sagen, ne? Falscher Alarm. Okay, ich glaube, es waren uns alle. Wo bist du, Yuri? Dieses Rumpeln klingt nicht gut. Ich muss bloß zu ihr. Warte mal, da. Na, Peter? Genau. Kann mich jemand hören? Hallo! Das ist eine Karte von Brooklyn. Sieht's aus, ja. Purpurstunde ereignen? Was ist denn die Purpurstunde? Hier ist noch ein Buch. Ich dachte, dieser Weltenbrand sei nur eine Metapher, aber langsam glaube ich, die erwarten den wirklich. Und die Teufel legen alles, was übrig bleibt, in Schutt und Asche, bis endlich die Purpurstunde Einzug hält, um die Erde neu zu formen, die Unwürdigen niederzustrecken und uns alle in ein neues Paradies, in einem neuen Paradies willkommen zu heißen. Diese Wände fallen auseinander. Warum sieht das Wesen so ein bisschen aus wie Carnage? Haben wir es auch mit Carnage zu tun? Abwegig wäre es nicht. Meine Funken. Ich habe gehört, dass sich einige von euch Sorgen machen wegen unserer Verluste beim Krankenhaus. Mich besorgt, dass ihr sie überhaupt als Verluste betrachtet. Die Funken, die gefallen sind, haben sich als unwürdig erwiesen. Und obwohl wir sie vermissen, sind wir ohne sie nur stärker geworden. Also, wenn die kleine Miss Yuri und das Narrenfeuer uns besuchen kommen, dann zeigt ihnen, wie würdig wir sind. Vertraut der Flamme, denn alles brennt. Wer ist der Typ? Keine Ahnung. Aber das sollen wir noch rausfinden. Ist hier sonst noch was zum Interagieren? Nee, ne? Dann scannen wir mal. Sprengstoff. Wieso Brooklyn? Oscorp. Was hat Oscorp mit all dem zu tun? Ein Lagerhaus? Schrottplatz, Parkplatz, Bibliothek? Wo ist da die Verbindung? Ich sehe es auch noch nicht. Das wirkt alles so ein bisschen willkürlich, aber das ist es am Ende nicht. Also irgendwie wird ein Plan dahinter stecken, nur... Nein! Checken ist Peter und ich noch nicht. Ich will, dass das sofort weggeräumt wird. Was ist mit dem Team? Räumt den Schutt weg! Sofort! Yuri ist hinter den Trümmern. Wenn ich die Kultisten ausschalte, kann ich zu ihr und zur Flamme. Moment. Die stellen Sprengstoff her. Haben wir noch gerade gesehen, also nicht Peter. Auf die Purpurstunde. Sie wollen sie auslösen. Die Flamme. Nicht passieren. Alles in Ordnung bei dir? Alles okay? Was ist da drüben los?
weiterer Funke ist aus. Wir finden dich schon, oh Spinne. Da war noch eins. Na, kommt schon, Jungs. Verbrennt alles, was sich bewegt. Spider-Man muss noch hier sein. Habt ihr jemanden gesehen? Wir finden dich nicht, Spider-Man. Alles sicher. Wie auch unser Weg. Haltet ihn auf! Also erstmal die Großen weg. Die machen am meisten Ärger im Kampf. Aber der Rest geht eigentlich. Viele sind's nicht mehr. Es ist nur eine Frage der Zeit, Spider-Man. Ich sehe hier noch nichts. Wir werden dich finden, Spider-Man. Verbrennt alles, was sich bewegt. Machen wir es halt so. Ich möchte gerne einen Kampf vermeiden, nach Möglichkeit. Komm raus, wo immer du bist. Narrenfeuer! Wir finden dich schon, oh Spinne! Sind nur noch die zwei, ne? Ich halte Ausschau. Gleiche wie eben? Fallen beide nicht zweimal auf den gleichen Trick rein? Aber anscheinend tun sie es schon. Und fertig. Kein Mucks. Jetzt weg mit den Trümmern. Wer sagt denn was von Oscar? Halt! Das Narrenfeuer selbst! Genau wie ich es prophezeit habe! Nein! Ich wusste, dass du es drauf hast, Yuri. So, das hält den Druck aufrecht, bis ich... Warum, Yuri? Wer die Flamme will, muss erst an mir vorbeikommen. Dann wirst du gleich eine Menge Blut schlucken. Du wirst ihn töten müssen, Yuri. Meine Prophezeiung sagt, dass er niemals aufhört. Danach mache ich dich fertig. Die Flamme muss sterben, Spider-Man. Je länger er lebt, desto mehr Menschen werden leiden. Es gibt andere, weniger traumatische Wege, um ihn zu stoppen. Und die Purpurstunde? Wir wissen immer noch zu wenig darüber. Und jetzt als würde er kooperieren. Kein gutes Ende nehmen, Yuri. Vertrau mir! Dir vertrauen? Wie wär's, wenn du mir vertraust? Du warst bei seiner letzten Flucht nicht dabei. Du hast die Leichen nicht gefunden. Du hast sein Gesicht nicht gesehen. Nein, kann ich mir nicht vorstellen. Aber das macht es trotzdem nicht richtig. Er entkommt mir nicht doch ein. Niemals. Ah!
Du darfst dein restliches Leben hinter Gittern verbringen. Und das verdanke ich dir. Wie wunderschön. Ich werde das nur ein kleines bisschen genießen. Nächste Runde. Geht mir aus dem Weg! Du weißt, dass das nicht geht. Ich will nur das Richtige tun. Als wenn du wüsstest, was das bedeutet. Du hoffst, versuchst, ich mache. Und du liegst nie falsch. Ich bin nicht der Feind. Hey, warum sterbe ich jetzt? Ich habe halt fast kaum noch AP. Gut zu sein, als Gutes zu tun. War's schon immer. Du hast immer geglaubt, wir könnten beides. Ja, dann wurde ich erwachsen. Als hätte ich noch nie jemanden gerettet. Oh, und gestorben ist bei dir noch niemand? Das bezweifle ich. Du wolltest doch warten, bis wir hierher kommen. Nach deinem Plan wäre die Flamme doch schon längst entkommen. Geil, ich bin tot. Hättest du es verstehen müssen. Geht mir aus dem Weg! Du weißt, dass das nicht geht. Ich will nur das Richtige tun. Als wenn du wüsstest, was das bedeutet. Du hoffst, versuchst, ich mache. Und du liegst nie falsch. Die Augen auf. Da, alles ist verschwommen. Ist es wichtiger, gut zu sein, als Gutes zu tun? War's schon immer. Junge. Gott, ist dieser Bosskampf nervig. Ganz ehrlich. Ja, dann wurde ich erwachsen. Dann wurdest du erwachsen, ist klar. Als hätte ich noch nie jemanden gerettet. Oh, und gestorben ist bei dir noch niemand? Das bezweifle ich. Du wolltest doch warten, bis wir hierher kommen. Nach deinem Plan wäre die Flamme doch schon längst entkommen. Und du bist nicht die Gerechtigkeit in Person. Wieso seitest du auch? Du bist nur ein Typ in einem Kostüm, der den Helden spielt. Wie oft hast du schon alles vermasselt? Zu oft! Ich habe nie gesagt, ich wäre perfekt! Hör endlich auf und lass ihn uns töten! Yuri.
Alles gut? Du solltest deine Prioritäten überdenken. Denn nicht die eine Person, die ich töten musste, raubt mir den Schlaf, sondern alle, die ich nicht retten konnte. Ich kenne meine Prioritäten. Ich lasse nicht zu, dass die Flamme noch jemanden verletzt. Ich werde ihn finden. Irgendwie. Ich dachte, das wär's. Aber anscheinend nicht. Wie ihr schon gesehen habt, machen wir heute mehr so ein bisschen Sidequest-Krams. Deswegen gucken wir nochmal, was hier ist. Freundliche Spinne aus der Nachbarschaft. Sorry, ich muss dich zurückrufen. Kommt gar nicht zum Anrufen, weil wir ständig irgendwas anderes machen. Hallo, Ma'am. Wer ist da? Ich erkenne Ihre Stimme nicht. Spider-Man? Oh, ich wusste nicht. Alma, ist mir ein Vergnügen. Hab gehört, Sie brauchen Hilfe? Ja. In meinem Garten ist ein Monster. Ich höre es in der Nacht, wie es kratzt. Vielleicht ein streunender Hund? Oh, oder eine Ratte? Dank meiner Allergien würde ich einen streunenden Hund gleich bemerken. Und selbst New Yorks Ratten werden nicht so groß wie dieses Vieh. Gibt es hier noch jemanden, dem das aufgefallen ist? Ein Familienmitglied? Blindenhund? Nein, nein. Keine Familie, keine Nachbarn, keine Hilfstiere. Ich habe doch Allergien. Was auch immer es ist, es muss weg. Okay. Ich schaue mich mal um und gebe Bescheid. Danke. Ich kann es mir nicht leisten, noch mehr Schäden zu reparieren. Festes Einkommen, wissen Sie? Ja, dann schauen wir einfach mal nach. Ja, Yuri, strong female character. Ist Cravens Tiger ausgebrochen? I don't know. Also, das ist widerlich. Zeit für eine Molekularanalyse. Oh, nicht das schon wieder. Minispiel. Alright. Dann schauen wir mal. Schauen wir mal. Da war noch einer. Okay. Ups. Ups. Einer zu viel. Das sieht gut aus. Organisch aus. Noch seltsamer. Ich erfasse Spuren der Chemikalie. Scheint aus dem Wald gekommen zu sein. Die Spur endet hier. Ob irgendwo ein Hinweis ist? Da wird was auf dem Boden liegen. Ah, hier. Oh, vielversprechend. Es ist also stark genug, um Metall zu zerfetzen. Toll. Der Schleim. Entweder sondert das Ding irgendwas ab, oder es sabbert. Das Zeug hinterlässt deutliche Spuren. Das Ding ist viel zu schwer für eine Großkatze. Aber es kann springen wie eine. Ja. Ich glaube, hier wird's wärmer.
Na, also die Katzspuren. Wo will das Ding bloß hin? Warum torkelt es hier durch die Nachbarschaft und keiner hat was gesehen? Come on. Wow. Vielleicht weiß Genki irgendwas über das Ding. Hallo? Hey Genki, dieses Monster in Queens? Das ist so eine Jägerbestie. Aber sie greift nicht an. Wow, eine Jägerbestie. Ob wir sie hacken können, könnte weiterhelfen. Da war der Pizzakarton. Ein Pfeil? Ruhig. Es tut nicht weh. Wahrscheinlich. Das ist eine Maschine, Pete. Das gemacht. Also, ich habe seine Datenbank zur Mustererkennung aus reiner Verzweiflung mit 10 Millionen zufälligen Hundevideos geflutet. Cool. Was machen wir jetzt mit diesem Ding? Ist es gefährlich? Wie wär's mit apportieren? R2 gedrückt halten und willst mit L1 auf Objekte schießen. Bist du ein braves Hundchen? Willst du Fang spielen? Jawohl, guter Hund. Hol sie. Der ist abgelenkt. Ich versuche auf seine Erinnerung zuzugreifen. Mann, überall fehlerhafte Daten. Also, der Pfeil. Warum sollten Jäger auf ihre Haustiere schießen? Zielübungen? Hängt in der Ecke fest. Großartig. Hey, wie heißt du überhaupt? Kennung B110. Bello. Gut zu wissen, dass wenigstens ein Jäger Sinn für Humor hat. Das Protokoll wird auf einem Server zwischengespeichert. Ich glaube, dieses Spiel kostet zu Release 80 Euro. Wie vertraust du deiner Firewall? Genug, um die Audio-Wiedergabe runterzuladen. Aus dem Weg, du Schrotthaufen! Sie hat Craven verraten! Du bist der Verräter! Ich hab nur meinen Job gemacht! Defekter Schrotthaufen! Komm zurück! Wir kriegen Gesellschaft! Sie müssen unseren Zugang getrackt haben! Ganz ruhig, Schatz. Oh shit. Was hier? Wow. Fuß, Junge. Oh Gott. Genki, schick ihm ein Stoppkommando. Manuelles Überschreiben unmöglich. Das wollte ich schon immer mal sagen. Konzentrier dich. Ich glaube, es hat Angst. Zumindest benimmt er sich so. Vielleicht hat die Aufnahme es erschreckt. Verdrängte Erinnerungen. Das ist nie gut. Sein Besitzer hat ihn erschossen. Und hat einen Mord vertuscht! Bello! Aus! Nein, 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 nicht die Kirche! Oh Gott! Da bist du. Komm her. Hätte dich mit einem Sprengpfeil zerfetzen sollen. Ja, komm her. Du darfst nicht den Feind in die Hände fallen. Auch wenn du ein fehlerhaftes Stück Schrott bist. Und hier hat Bello also solche Angst. Dann los! Was, Bello? Noch mehr von denen. Random Gegner. Keine Angst. Er wird dir nichts mehr tun. Kümmern wir uns jetzt um den Pfeil. Okay, sehen wir uns das mal an. Das zieht gut. Bereit? Braver Junge. Das soll sicher sein? Wenn 10 Millionen Hundevideos dich nicht brav machen, dann weiß ich auch nicht weiter. Aber du bist brav, ja?
Wer ist ein braver Junge? Er hat ihn angemalt. Aber zur Sicherheit werde ich alles im Speicher löschen. Bis auf die Videos. Und dich. Gute Idee. Wird das dann quasi ihr Blindenhund? Also, wenn der nicht gut auf sie aufpasst, weiß ich auch nicht. Hello. Wir sind zurück. Spider-Man? Moment. Wir? Ich und dieses kleine Kerlchen. Oh nein, meine Allergien. Schon gut. Sie meinten, Sie können sich kein Blindentier holen? Nun, ich habe eins für Sie. Er ist ein Hund. Nehme ich an. Er ist aus Metall. Also sehr allergikerfreundlich. Außerdem hat er einige hundert Blindenhund-Videos in seinem Speicher. Wirklich? Er ist einfach absolut perfekt. Ich kann ihn ausbilden lassen, damit er ordnungsgemäß registriert werden kann. Er ist mir jetzt schon eine große Hilfe. Danke, Spider-Man. Adios. Gracias. Monster in Queens, abgeschlossen. Und damit sage ich schon mal vielen Dank fürs Zusehen bei dieser Episode von Spider-Man 2 und wir sehen uns wieder das nächste Mal.